fuhr also nach West-Berlin, habe mich dort am Schulamt angemeldet und ich kam an einen Direktor in der Menzelschule, Tiergarten, und der sagte, ja, ich nehme Sie. Ich war so platt, ich habe nur angestrahlt, nicht mal Danke gesagt. Aber jedenfalls, ich hatte dann zwei noch gute Schuljahre in West-Berlin und konnte dann dort mit 18 das Abitur machen. Sind Sie denn immer hin und her gependelt? Das war jetzt das Problem. Zunächst bin ich bei Verwandten untergekommen. Inzwischen hatte sich mein Vater versetzen lassen in die Nähe von Berlin. Ich wohnte dann dort im Pfarrhaus in Lindenberg, musste aber mit dem Fahrrad dann immer über die Grenze von Ostdeutschland nach Ost-Berlin, eigentlich durch Kontrolle. Wir haben diese Kontrolle umgangen und sind mit dem Fahrrad nach Karow oder Buch rübergefahren, über die Felder. Und da passierte es mir dann schon mal, dass mich einer in so einen Posten mit Hund vom Fahrrad holte und mich durch das Dorf mit gezogener Pistole abführte. Ich wurde dann mal einen Tag eingesperrt und dann hat man mich entsprechend befragt und so weiter. Ich habe natürlich nichts von der Westberliner Schule erzählt. Und na, man entließ mich wieder und habe das Abitur also machen können. Und gleich danach sagte meine Mutter so, nun gibt es nur eins, weg, ab in den Westen. Und meine zweite Mutter, mein Vater hatte noch mal geheiratet. Und dann ging es durchs Notaufnahmelager, zunächst in Westend, dann nach Loccum und nach Wuppertal. Und na, ich war 18 Jahre und ich kann sagen, ein bisschen abenteuerlustig. Jedenfalls uns hat es nicht gefallen, dass wir einfach nur einquartiert waren im Hotel. Mit zwei anderen habe ich mich auf den Weg gemacht und nach Arbeit gesucht. Das war durchaus möglich. Das war das Jahr 1953. Es gab noch Arbeit. Allerdings musste man ein wenig suchen, denn wir nahmen den Westdeutschen damals auch schon die Arbeit weg. Und das hat man mich später ab und zu mal spüren lassen.